Hallo, hallo, willkommen auf dem Kanal von Lucania Bell. Ich bin Ute und nehme dich heute mit zu einem Herbst-Ephemera-Bastel-Ideen, Inspirationen, whatever. Und zwar habe ich hier so ein paar Hübschitäten gemacht mit Vellum zum Durchschauen. Und ja, wenn du magst und Lust hast, zuzusehen, wie diese entstanden sind, dann schau dir am besten jetzt dieses Video an. Viel Spaß damit! Ja, bei einer Bastelei, bei einem Fail sozusagen. Und zwar habe ich Papier drucken wollen und habe anscheinend noch vergessen, ein Vellumpapier aus meinem Drucker rauszuholen, weil ich das zuletzt bedruckt hatte. Da lag auf alle Fälle noch ein Blanko drin und so ist dann der nächste Druck, der eigentlich auf Papier sein sollte, auf Vellum passiert. Ja, und dann fiel mir ein, ja, dann stand ich erstmal beim Überlegen, was machst du denn jetzt damit? Es war sowas in der Art, ne? Also die Buchseiten zusammengeklebt, ausgestanzt. Und dann halt Vellum da drunter oder dazwischen geklebt und dann, ja, dekoriert halt, ne? Also das ist jetzt so meine Variante, das ist nur so ein Testlauf gewesen. Ja, ich habe es dann auch mit der Nähmaschine so ein bisschen umnäht. Wie gesagt, das ist jetzt hier nur mal ein Testlauf gewesen. Größe variieren ist möglich, wie du das gerne hättest, machst, möchtest, wie auch immer. Weil ich habe mir gedacht, wieso eigentlich nicht, weil Buchseiten muss ich sowieso verbasteln, weil ich das immer viel zu wenig benutze. Ja, und dann habe ich hier schon mal diverses so Kleinzeugs ausgeschnibbelt zur Dekoration. Ich habe hier Stanzteile. Ich habe mir auch schon meine Buchseiten soweit zurecht gemacht. Ich habe jetzt hier, weil das sehr dünne Buchseiten sind, ne, habe ich jetzt hier drei zusammengeklebt immer und habe die dann ausgeschnitten. Und zwar habe ich mich hier natürlich nach meinem Motiv gerichtet. Ne, habe das Motiv also soweit erstmal geschnitten und dann geguckt, ja, ne, wie passt das am besten oder doch eventuell kleiner oder, ne? Weil man muss ja noch ein bisschen was haben, auch als Klebefläche, ne? Sollte ja natürlich nicht komplett so ausgestanzt sein, ja. Ne? Aber wie gesagt, da richte ich mich einfach nach dem Motiv, wie ich das ausstand. Man kann das auch, jetzt muss jetzt nicht rechteckig sein, so wie ich das gemacht habe, ne? Ich hätte auch oval nehmen können, aber die rechteckigen hatte ich jetzt als erstes erstmal Griff parat. Wie gesagt, ne? Dreifach sind die Zusammenkleber, die sehr dünn sind. Und dann klebe ich mir das jetzt hier so drauf und dann kommt das da so drüber. Und dann werde ich, glaube ich, erstmal nähen, so ein bisschen. Na, so habe ich das zumindest hier auch gemacht. Und anschließend dann noch so ein bisschen drauf rumdekorieren. Und ich habe mir gedacht, ich mache mal die Kamera an und zeige dir das mal, weil das ist auch wieder so eine hübsche, kleine, nette Bastelei, finde ich, oder? Das Ganze kann man ja dann hinterher noch zurechtschneiden in Tech-Form oder so lassen oder wie immer, ne? Möglichkeiten jede Menge. Sorry, wenn jetzt hier Schatten sind, aber wir haben schon Abend. Es ist kurz vor 20 Uhr und natürlich ist es schon dunkel. Ist ja meine liebste Jahreszeit, wenn es schon so schön gemütlich muckelig ist. Es tut mir dann leid, dass hier so Schatten sind, aber ich kann das leider nicht ändern, die Schattenspiele. So. Das werde ich jetzt erstmal hier so kleben. Wobei, ich glaube, ich werde jetzt erstmal hier gucken. Ich glaube, diesmal werde ich, weil hier habe ich ja, ne, auch an dem Bild so genäht. Ich glaube, das werde ich diesmal nicht machen. Aber ich werde mal hier ein bisschen inken. Ja. Ich hatte mir nämlich das Freebie von Joe Cardmaker, Joey. Der liebe Joey hat wieder so ein tolles, wo habe ich denn das jetzt hier? Also hier liegt noch ein Teil, der gleich verbastelt wird. Das ist jetzt das auf Papier gedruckt, ne? Das ist ein Freebie. Und ich fand das total klasse. Und wie gesagt, das habe ich dann, ja, vergessen, dass da noch ein Vellumpapier drin war.
Aber dann machen wir da jetzt sowas hier draus. Das jetzt nicht, das ist ein anderes. So schließe ich ein Ohrenriss, weil ich mir dann noch welche dazu gedruckt habe. Ich das so toll fand, die Idee. So. Wie rum ist eigentlich egal, oder? Ob so oder so oder so. So finde ich schöner, wenn das Bild auf der Seite ist. Doch. Doch, doch, doch. Ich sehe überhaupt nichts gerade. Kleber runtergeht. So, das klebe ich dann jetzt hier so drauf. Und ich habe die auch gestanzt, beide übereinander, so dass es wirklich auch ganz gleichmäßig hier die Buchseiten sind. Ich glaube nämlich, ich lasse die so in der Form. Das ist schon so gute Tag-Größe, ne? Oder? Ich meine doch. Ja, und jetzt kann man nähen. Oder doch. Doch, ich nähe da drum. Aber ich klebe erst die anderen auch zusammen. Dann kann ich das nämlich in einem machen. Nämlich hier noch die anderen beiden. Und das ist die Lady aus diesem, was ich gerade gesagt habe, aus diesem Freebie. Auch hier einmal ein bisschen die Schnittkanten. Joys Papiere, die sind immer so, ich finde die sehr nostalgisch. Also, die haben immer so einen besonderen Vintage-Stil, finde ich. Finde ich zumindest. So rum oder so rum. Kann man jetzt mal andersrum machen, oder? Die Lady so. Ich weiß auch nicht warum, aber ich muss das breitere auf der anderen Seite haben. Ich weiß auch, denn mein Monk ist manchmal sehr komisch, ne? Es tut mir leid. Sorry. Ja, die habe ich nicht so eng bemessen. Die sind ja auf dem Papier sehr eng aneinander. Und wie gesagt, das war ja für eigentlich was anderes gedacht. Aber, ja doch, das passt noch. Das passt noch alles. Da. So. Und hier die Überstände, ne, weil ich das jetzt nicht genau akkurat übereinander gelegt habe, das werde ich dann noch beischneiden.
ich finde das cool. Vor allen Dingen leuchtet das schön. Ja, du kannst das jetzt nicht sehen, ich weiß. Da muss noch ein bisschen Kleber hier zwischen. Was ist das denn hier, bitte schön? Wer hat denn hier geklebt? So, und dann habe ich hier noch einen dritten. Das ist auch von diesem Herbstpapier. Ne, muss aber aufpassen, wo der Kleber hin muss. So. Ich weiß nicht, jeder hat Vellum da zum oder bedruckt Vellum selber. Ne? Aber vielleicht hast du ja Vellum-Papiere, die schon bedruckt sind. Die kannst du ja auch dafür nehmen. Oder machst da Folie. Da ist jetzt irgendwas drauf. Oder du machst da hier so Klarsichtfolie mit einem Sticker oder so. Ne? Das geht ja auch. Das geht auch. So, jetzt werde ich aber trotzdem mal kurz stoppen und zur Nähmaschine gehen und einmal nähen. So, alles so ein bisschen genäht und auch mal ein bisschen gespielt, ne? Wie du siehst hier vielleicht mit meiner Nähmaschine, die hatte so viele verschiedene Programme. Also das finde ich richtig schön. Ich hatte ja schon mal die Sterne auch getestet, aber das passt jetzt natürlich hier nicht drauf, ne? Auch hier mal so ein bisschen was anderes ausprobiert. Ja, hier musste ich einmal ein Stück unten wegschneiden, weil da das Programm, das mochte sie nicht. Also das mochte das Papier nicht. Das ist total zerfetzt da unten. Deswegen ist der jetzt ein bisschen kürzer hier. So, jetzt schon mal ein bisschen hier rauf rum dekorieren. Ja, fangen wir mit dem hier an. Ich habe ja hier was. Da haben wir direkt Pilze. Pilz dahin. Ein paar Zahlen, ein paar Blätter. Habe ich da einen Faden vergessen? Ein paar Blätter vielleicht so. Hier haben wir ja so Tierchen. Ein Igelchen. Guck mal, ein Igelchen geht doch auch. Verdecke ich zwar da unten jetzt, aber das kann ich auch ein Stück höher machen. Ne? So. Und vielleicht noch irgendwie sowas hier. Schrift. Und eine Zahl da oben. Oder. Oder was haben wir denn noch hier? März. März passt ja jetzt gar nicht da so, ne? Das ist ja Herbst. Dann können wir mal in die andere Dose machen. Weil das ist schon viel jetzt hier drauf, ne? Kann man den vielleicht ein bisschen kleiner machen oder einen anderen nehmen hier? Sowas. Oder einen Kürbis. Nee. Das wollen wir das Ganze jetzt mal ein bisschen kräftiger machen. Ja, und dann ist ja wieder dekorieren, ist ja immer so Geschmackssache. Ne? Das macht ja jeder so, wie er das möchte. Mit seinem Material, was er so hat. Das ist da oben hin.
Weil ich ja immer sage, ne, du hast ja nicht das, was ich hier habe. So wie ich nicht das habe, was du hast. Und von daher immer das nehmen, was man hat. Ich will da in die Ecke. Ich bin ja eigentlich nicht so derjenige, der gerne hier mit sortieren und so, aber das fand ich jetzt ganz nett. Das ist so ein Herbst. Ist das überhaupt Herbst? Ich weiß das gar nicht mehr. Auf alle Fälle so ein Digital, ne? Digitalpapier. Wo halt so Waldtiere waren mit Igel und Eulen und ein paar Vögel waren da, glaube ich, auch bei. So irgendwie. Doch. Ich finde, das passt. Was sagst du? Siehst du überhaupt was? Bin ich überhaupt im Bild? Doch, klebt das jetzt fest. Wie sage ich ja immer, das ist bestimmt hier alles zu, ne? Die große kann man mal ganz zumachen. Wie ich immer so schön sage, aua. Ja, aua, sage ich auch. Habe mich jetzt gerade hier gepiekst. Nicht drüber nachdenken, sondern die ersten Impulse umsetzen. Vielleicht noch irgendwas gleich drunter machen. Müssen wir gleich noch mal gucken. Fliegt schon die Eule runter. Irgendwo hast du meine Stofffetzen. Ach, guck mal, was ich hier benutze. Da habe ich doch was. Da habe ich doch was. Total still und in mich gekehrt, aber sorry, ich kann nicht durchweg die ganze Zeit immer so quasseln. Vor allen Dingen, wenn ich mich hier konzentriere. So, doch. Doch, ich finde, das passt da drunter. Ne? Steht hier so ein bisschen ab, aber das ist ja nicht schlimm. Das bleibt jetzt erstmal so. Vielleicht kommt da noch irgendwas Stempeliges. Aber das bleibt jetzt erstmal so. Dann gucken wir mal hier weiter. Dann haben wir hier eine Lady. Die Lady könnte doch Blätter. Blätter. So eins oder so eins. Grün, ne, grün ist. Ne. So eins oder so. Nee. Das schöner. Ne, es lenkt zu sehr ab von ihr. So, aber da unten kann man ja auch noch mal ein paar Blätter hinmachen, ne?
Kürbisse hier irgendwo gehabt. Oder so eine Blume. Nee. Kürbis. Der Kürbis. Aber die anderen sind sehr bunt, ne? Ne, die bunten wollen wir nicht. Das ist derselbe, nur etwas größer. Okay. Oh ja, den nehmen wir. Den finde ich gut. Den finde ich gut. So. Dann brauchen wir noch irgendwie was. Und Schmetterling? Ich meine, im Herbst sind nicht mehr so viele Schmetterlinge, ne? Aber vielleicht ist das ja auch eine Motte. Weiß man ja nicht. Sorry. Weiß man doch nicht, oder? Ist ja kein Dings dran. Ich habe die Fühler ja abgeschnitten. Also kann es ja auch eine Motte sein. Das ist ein bisschen groß, ne? Nee. Warum sollte denn da denn? Ich habe doch hier auch irgendwo waren doch so weit. Ich höre dich nicht. Du musst auch mit mir reden. Dann kommt auch mal noch ein bisschen hier. Da kann man auch, glaube ich, irgendwas hinterlegen, ne? Oh, die sind alle zu groß hier. Dorsch ist alles viel zu groß. Nee. Mal hier so ein Gestrüppel. Aber nochmal hier ein Kleber hin. So. Wo ist denn mein Stempelkissen hin? Da. Erzähl mir doch mal was. Erzähl mir doch mal einen Schwank. Ja, wenn das so ginge, ne? Der jetzt so gehabt, wie rumkommt, hat der überhaupt nur oben und unten? Ist egal. Was sagst du denn hier zu solchen Dekorationen? Wie nennen wir das Ganze denn hier? Ephemera? Herbst-Ephemera? Braucht er noch einen Titel? Herbst Ephemera oder missglückter Druck. Ja, so ist es ja eigentlich entstanden, ne? Ein missglückter Druck. Die machen wir wieder so ein bisschen hoch, hoch. Nicht wegschwimmen. So.
Doch. Alles dran, der soll ruhig so ein bisschen hochstehen. Ja, doch. Doch, ich finde es ganz hübsch. Wie sage ich immer so schön, wieder eine feine Hübschität. So, jetzt haben wir hier noch den dritten. Den dritten aus der Bande. Was machen wir denn da? Wo ist denn die kleine Dose? Da. Der Pilze hatten wir schon. Was ist denn hier? Guck mal hier, Eule. Eule hatten wir noch nicht. Eule hatten wir noch nicht. So, Eule. So, Eule. Was ist das denn hier? Ist das hier sowas wie ein Tanzapfen oder? Nee, das ist eine Blüte. Nee, das ist eine Blüte. Blüte. Hier so ein größeres Blatt mal. Auch super gut, weil hier die Vase, die Blumenvase, auch so ein blaues wie hier im Flügel drin ist. Sehe ich gerade mal. Und? Komm, das kleine kann man bestimmt auch noch dahin machen. Ne? Vielleicht den Stängel da ein bisschen kürzen. Doch. Oder? Ich kriege heute nichts irgendwie gepackt hier. Und irgendwelche Zahlen. Ja. Noch ein Piepmatz. Jo. Doch, aber. Den Blättern. Wieder super gut, weil der Flügel von dem Piepmatz und das passt, aber da stört mich das Weiße dazwischen. Ich noch mal. Da hätte sein können, dass ich den Vogel auch noch mal kleiner habe, aber hier liegt nichts. So sieht es besser aus, als wenn, ne, dann wirkt der nicht ganz so riesig, oder? Oder meine ich das nur? Sag doch mal was. Können wir so ein bisschen überhängen da, das ist nicht schlimm. Muss die Nippels doch ab. Die stören mich sonst gleich da. Alles fest, alles fest. Doch. Also mir gefällt's. Ich finde es ganz gut. Es hat so richtig was Herbstliches, finde ich. Hm? So.
Ich habe ein bisschen aufgeräumt, damit du die ganze Pracht der Schönlichkeiten, der Hübschitäten genießen kannst. Also, ich habe noch so ein bisschen Hintergrundstempel. Mit Hintergrundstempel meine ich sowas hier. Ne? Das sind ja so für so Hintergründe. Ne? Das ist momentan ja hier so, sowas ist ja hier so mein Favorite. Was ich ja sonst immer mit diesem Blasenstempel da gemacht habe, habe ich dann halt hier mit diesen. Und diesmal auch nicht mit Permanent, sondern wirklich mit Oxide, damit das so ein bisschen auch diskret, ne, nicht so sehr vorsticht. Ja, die Rückseiten habe ich hier bei diesen erstmal so gelassen. Ja, ich finde, ist ganz hübsch geworden. Und wieder schöne Bastelidee für Buchseiten, finde ich, weil Buchseiten haben wir ja, glaube ich, alle zu Genüge. Und ja, ich finde das eine gute Idee. Also, na, hier habe ich dann nochmal so ein paar Blätter von der anderen Seite drauf gemacht. Na, die Rückseiten von dem Vellum ist ja immer so ein bisschen verblasser, weil ja nur die eine Seite bedruckt ist. Ne? Aber ich finde, das macht überhaupt nichts. Oder man klebt es halt rein, ne? Dann siehst du halt die Rückseite nicht mehr. Aber ich finde, das tut gar nicht Not. Das kann man schön in eine Pocket reinstecken oder anpinnen, anheften. Wie auch immer. Na? Hier habe ich ja viel mit der Nähmaschine auch rumexperimentiert mit meinen verschiedenen Stichprogrammen, die da drauf sind. Ja. So, und dann habe ich noch mal ein paar andere gemacht. Etwas größere. Und die sehen dann so aus. Kriege ich die überhaupt aufs Bild? Wo muss ich denn? So muss ich, ne? Ey, irgendwie habe ich immer das Gefühl, die Kamera hängt so schräg. So gekippt irgendwie, aber für meine Augen sehen die gerade aus. Ich weiß es nicht. So, ne? Wie gesagt, die sind etwas größer, aber die passen immer noch. Ne? Das ist ja hier A5-Format. Die passen immer noch genau da rein. Das sind dann halt ein paar größere Journaling-Cards. Hier ist Vellum wieder. Und hier ist es einfach nur auf Papier, ne? Was zu diesem hier Freebie von Joey Cardmaker gehört, auf Papier ausgedruckt. Ja, und dann noch so ein bisschen. Ne? Hier, das sind zum Beispiel diese kleinen Scraps von Ink and Page, ne? Die habe ich nur etwas kleiner noch ausgedruckt. Digitalpapier. Ja, hier habe ich auf der Rückseite auch so ein bisschen. Ja. Dann ist hier noch so eine. Hier habe ich auch im Übrigen auch, ist dir aufgefallen vielleicht? Hier habe ich den Faden gewechselt. Ne? Bin dann mal hier auf hellbraun gegangen. Leg das vielleicht mal so hin, dann kann man das besser sehen. Ne? Da ist wieder Vellum. Ja, dann hier wieder so ein paar von diesen Scraps. Ich liebe diese Scraps, liebe ich einfach. Ja, dann die Rückseite von meinen Kürbissen, einer mit dazu. Und dann auch einfach nur so ein bisschen dezent Hintergrundstempel drauf. Und hier dann mal so und das Liebespaar mit der Eule, ein paar Blätter, ein paar Scraps. Hier habe ich dann mal so Spitze noch dazwischen gemacht, zwischen diesen Buchseiten und dann erst genäht. Ja, und auf der Rückseite sieht es dann so aus. Ja, und hier habe ich dann auch, ne, Page-Tabs dran gemacht, ne, Tabulatoren. Und dann ist nochmal diese hier. Ja, ne, das ist, wie gesagt, Vellum, das ist Papier. Aber das ist halt aus demselben Set. Und ne, dann, finde ich, passt das auch nochmal mega gut zusammen, ne, die Rückseite. Ja, hier musste ich dann endlich mal diesen Specht, das bot sich hier so an mit dem Page-Tab. Dann ist der auch endlich mal verarbeitet. Ja, das waren meine Herbst-Ephemera, Embellish, wie auch immer du dies nennen magst. Ja, und ja, mal eine andere Idee wieder mit Vellum, aber wie gesagt, ne, wenn du kein Vellum hast, du kannst entweder fertiges Vellum nehmen oder du nimmst Klarsichtfolie hier, ne, irgendwie und machst da einen Sticker drauf und klemmst das dann dazwischen. Und klebst dann die Buchseiten drauf. Oder, hallo, wir sind Bastler. Irgendeine Idee wird uns mit Sicherheit dazu einfallen. Ja, gut. Lass mir gerne einen Kommentar da. Und wenn du magst, wenn du Lust hast, hören und sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschö mit Ö.